Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder Maximus, ich begrüße euch zum Landwirtschaftssimulator 13 und wir sind wieder schön am Arbeiten, wir Bauern. Und ja, zerhäckseln dann erstmal den Mais. Der Anhänger ist gleich gefüllt und dann werden wir mal sehen, wie ich den auch lernen könnte. Hier hinten hat er so eine Klappe, aber wie das so richtig funktioniert, werden wir gleich mal sehen. Ja, ich habe eine Ahnung vom Spiel. Der Hexer ist richtig geil. Stufe 2 kann er fahren. Und das erleichtert natürlich alles. Und wie gesagt, ich freue mich immer über alle Kommentare diesbezüglich, wenn ihr mich unterstützt, was ich hier besser machen sollte, etc. Wie ich das Vieh fütter, ob es automatisch geht oder sonstige Sachen. Ja, da ist der Maximus immer froh darüber. Das ist aber auch eine Weitsicht da hinten. Die Grafik baut sich geil auf. So, ja, ein bisschen abhäckseln. Ja, der Computergegner hat hier alles ein bisschen bescheuert hingestellt. Der Computergegner. Naja, wahrscheinlich zu viel Battlefield gespielt. Selbst das spiele ich nicht mehr so oft. Weil, ja, die Simulationsspiele irgendwie, ja, doch einen guten Reiz haben bei mir jetzt und bei euch auch ziemlich gut ankommen. Das heißt aber nicht, dass ich so eine Spiele wie Battlefield oder jegliche Shooter-Spiele jetzt außen vor lasse. Auf keinen Fall. So. Jetzt habe ich den schön voll gemacht, den Anhänger. Den könnte ich ja eigentlich ein bisschen zurücksetzen. Und dann abkoppeln. Oh, naja, gut, da ist klar wieder toll gemacht. So, abkoppeln. Abgekoppelt. Ja, mit G kann ich dann von vorne nach hinten wechseln. Ey, den will ich nicht. Den will ich. Sonst hätte ich die ganze Zeit laufen müssen. Habe ich auch keinen Bock. Wir gucken mal, was der jetzt macht. Und dann versuchen wir mal, den anderen Anhänger daran zu koppeln, ob das geht. Ah, schöner LKW. Ach, Trecker. LKW. Zu viel Euro-Truck gespielt. So, koppeln wir mal an. Oh. Komm. Wir können ja durchs Feld fahren. Das macht ja dem Mais nichts. So, fahren wir mal hier hoch. Abkippen. Ey, der kann sogar abkippen. Machen wir mal wieder an hier. Wie geht denn abkippen? Abkippen Q. Ach, von der Seite. Oh, cool. Es klappt. Mal sehen, ob denn mehr Säcke werden. Weil ihr habt wahrscheinlich schon auf das Video geantwortet. Aber ich nehme es ja im Kompletten auf. Weil wenn ich schon dabei bin, werde ich nicht, ist ja wohl logisch, nicht immer einen Cut machen, ein, zwei Tage warten, bis dann irgendwelche Kommentare da sind. Ja, ausmachen. Weil es wäre ja auch vergebene Liebesmühen. So. Komm ran. Naja. Ach man, schon wieder am falschen Knopf gedrückt. Oh, noch ein bisschen ran hier. So, abkoppeln. Den Trecker hier an die Seite stellen. Nicht so weit weg vom Geschehen. Rein hier. Weil es gibt gleich Kaffee, ne? Seht ihr ja. Wir haben gleich 13 Uhr und mein Kaffee. Ah, ist schon kalt. So. Ja. Oh, 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 oh. Ja, das hoffe mal, dass die das auch noch ein bisschen ändern. Ich soll ja Innenansicht mal machen. Gut, dann probiere ich das einfach mal. Für die, die es interessiert. Aber mich stört hier dieser komische, ja, dieses Lenkrad. Dieser komische Lenkrad. Ja, das ist alles so eckig. Und das gefällt mir irgendwie nicht so. So.
Was sind denn eigentlich die Stangen da vorne? Soll ich das irgendwie als Maß nehmen? Ja, siehst du, nee, ich muss von außen machen. Das bringt nichts. Ich brauche dieses ganze Feeling hier. Ah, schon wieder was verpasst. Jetzt muss ich mal langsam, wie die amerikanischen Straßen immer, gerade das machen, weil das andere Interesse gefällt mir nicht so. Aber ich würde sagen, das kann jetzt der Helfer machen. Und ich werde jetzt gucken. Ach nee, ich könnte ja jetzt den anderen Anhänger nehmen, ne? Nee, ich wollte ja zu den Hühnern. Zu den Hühnern und nochmal schauen, ob die schon ein paar Eier gelegt haben. Und wie ich die denn wegtransportiere. So, meine Hühner. Jo, was hast du denn, meine Kleine? Wo gibt's hier Eier? Hier ist kein Fressen drinne. Bisschen komisch. Aber ich werde mir mal jetzt so einen Jauche-Anhänger holen. Was ist denn das jetzt eigentlich für eine Halle hier? Mir fehlen hier die Anzeichen, was es ist, aber ich könnte ja mal... Kuh, Tor schließen. Was ist das jetzt? Also mir fehlen manchmal die Informationen. Egal, ich werde mir jetzt erstmal ein... das PDA. Ein... Jauche-Anhänger holen. So, platzierbare Objekte, sortieren nach Marken. Nee, so machen wir das. Jauche-Anhänger. Wo gibt's den? Es gibt so viele unterschiedliche Sachen. So, was ist das ja? Kuhwelle, Biogasanlage, bla bla bla, Düngen von Feldern. Dann würde ich aber eher so einen Teil nehmen, ne? Ja, das ist doch viel, viel intensiver. 19.500... Liter, ja, Vermögen, also der kann da viel Scheiße mit lagern. So, holen wir uns mal den Gülle-Anhänger. Ich hoffe, der Computer oder mein Helfer macht seine Arbeit gewissenhaft, sonst wird er gekündigt. Ah, hier drinne sind meine Saatgut. Aha, gut, alles klar. Ach, die Fahrphysik ist wirklich zum Kotzen. Wieso macht denn der nichts? Ach ey, wenn man die Leute einstellt hier. Wieso macht denn der jetzt keinen Helfer? Kann es sein, dass ein Helfer beim Anhänger nicht geht? Scheiße, jetzt muss ich die Scheiße auch noch alleine machen hier. Ach ey. Keine Ahnung, warum mir jetzt der Helfer nicht geht. Ich werde jetzt einfach hier so eine Kreise ziehen. Ist auch gleich wieder voll, sehe ich. Brauche ich den größeren Anhänger. Muss ja hier alle 5 Minuten hier den Mist machen. Ah, toll gemacht. Oh, meine schöne Wendeschleife. Das Feld hier drüben, das Kornfeld, das ist für mich jetzt uninteressant. Ist zu klein für meine riesen Geräte, die ich habe. So. Schön. Ich werde mich dann auch irgendwann mal, wenn ich das andere Feld, das werde ich im nächsten Part düngen. Dann werde ich mal sehen, ob das der Computergegner macht. Der Gegner, oh, sorry. Schon wieder voll hier der Mist. Jetzt kann der Helfer fahren. Komisch. Egal, ich hole jetzt erstmal den Gülleanhänger und hänge den erstmal hinten an. Ich weiß, dass man alles kontinuierlich machen sollte. Aber ihr seht schon, ich bin
Oberbauer hier in Holzhausen. Oh, fahre los. Schön viel Verkehr hier, ne? Oh, auf Stoppschilder achten wir nicht. Wir haben Vorfahrt. Oh! Ich habe mir da auch schon mal so eine Setzlinge gekauft. Die müsste ich dann quasi, so wie ich das mitbekommen habe, aufladen und dann in so eine Setzmaschine reinpacken. Und dann könnte ich gemütlich Bäume pflanzen, weil wir wollen ja nachhaltig das alles machen. Die sind weg, ne? Hier, da sind sie noch, die Bäume. Oh, das ist ein Riesenklopper. Wenn ich mit der Gülle jetzt mal nur so eine Idiotenfrage, wenn ich mit der Gülle das Feld dünge, muss ich das vorher düngen? Glaube schon, ne? Bei dem anderen Zeug, was man da verspritzen kann, hier in diesen gelben Anhängern, da ist es ja so, das kann ich ja auch, wenn ich das ja gepflanzt habe, ne? Oder gesät habe. Also ganz ehrlich, den Anhänger habe ich schon mal gesehen, also auf der Straße. Da kriegt man Angst, wenn man sowas sieht. Wir werden ihn jetzt einfach mal da hinten hinstellen, wo die Kühe sind. Und schauen, ob das vielleicht schon voll ist. Und was passiert, wenn es ja richtig voll ist, ob es denn überläuft oder ob die Kühe denn nicht mehr scheißen dürfen. Was ist denn jetzt los? Komm. Ach nein. Oh, wir fahren aber jetzt hier lang. Ist ja eh abgemäht. Dann können sie nachher hier schön alles pflügen und oder grubbern. So, da ist das Fass oder der Anschluss. Natürlich ist der wirklich riesig, der Anhänger, ne? Oh, das ist ja meine Aufgabe hier. Oh! Rückwärts fahren. Da fällt bei mir meistens gar nicht schon das Verständnis. So. Ah, Füllstand. Ah! Ja, 25%, aber das sehe ich nur, wenn ich mit dem Teil dran bin, oder was? Aha. So, werden wir mal auffüllen, ne? Es wird jetzt nicht irgendwie angezeigt, dass das hier angekoppelt wird, aber ist ja egal. Das spielt ja keine Rolle. Das macht er jetzt automatisch, denke ich mal, ne? Muss ich ja nicht drinnen sitzen. Ich hoffe es doch. Mal den Trecker nehmen. Das Zeug liegt noch da. Ich dachte, so eine Parkmöglichkeit, wo ich das erste Mal das gebaut habe. Weil, ach, scheiße, hingebaut. Wird schon irgendwie stimmen. Dann werden wir das nächste Mal hier die Leute raufschicken, dass die ein bisschen rumgrubbern können. Ah, ist ein bisschen enge hier, ne? Ah, gut gemacht. Und die Gülle denn aufs Feld bringen? So. Weil ich will das Video auch nicht zu lange machen, ne? Weil könnte ja vielleicht für einige nicht so interessant sein. So, verdichtet sich das denn automatisch oder muss ich hier rüberfahren oder so? Brauche ich da eine Walze? So, Kuh abkippen. Ich fahre dann einfach mal ein bisschen rüber. Vielleicht bringt das ja was. Dass man das wirklich ja, verdichten muss. Aber dann bräuchte ich ja so eine Walze. Ah. So, ich werde ihn jetzt mal abkoppeln. Ach, hier will er nicht abkoppeln. Ja. Dann sagt er nämlich, hier ist kein Platz für abkoppeln. So, abkoppeln. Komm.
So, erstmal gucken, was er überhaupt ansagt im Hub hier. Verdichtet. Ah, Füllstand 4%. Aha. So ist das. So, zu 100% verdichtet. Aha, gut, selber was gelernt. Toll. Oh, schnell ankoppeln. Ach, verdammt. Komm, komm, komm. Ran hier. So. Wir werden aber trotzdem mal gucken, was die Gülle macht, ob der es wirklich automatisch vollbracht hat. So, Füllstand. Ah, siehst du. Anschalten, ausklappen. Füllstand 22%. Aber mein Anhänger ist voll. Da muss ja ein Riesenfass da unten sein. Gut, dann würde ich an dieser Stelle ja, Ende machen. Und ich werde da hinten mein Feld erstmal schön gemütlich abernten. Ich stelle den Traktor da schon mal hin. Das war im nächsten Video, dass ich die Bauern dann sage, die sollen hier schön gemütlich... Oh, rum hier. Das ist ein Knickgelenk oder was? Dass die dann schön gemütlich da pflügen können. Und dass ich ja hier die Jauche dann schön ausbringe. Aber wir können ja mal gucken, wie groß das Teil ist. Mal ausklappen lassen. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler mit dem... Ja, dass ich jetzt die Gülle rausbringe, aber ich glaube, zu denken, zu wissen, dass man das ja im Vorfeld macht. Och, Alter, ist das ein Riesenteil. Ja, ist das ein Riesenteil. Super, ein Hammergerät. Gut, ja, mit den Worten möchte ich jetzt erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und schreibt unten in die Kommentare, was der Maximus besser machen muss und ja, was er besser machen muss. Und ja, mit den Worten mache ich einen Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Video. Bye, bye.